Genau das tun wir. Die SPD regiert mit, hört man immer wieder jedenfalls. Und jetzt wollen wir mal hören, warum es so ausgegangen ist. Frau Dobrinzky-Weiß, guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind die verbraucherpolitische Sprecherin und Sie haben Ihre eigene Meinung dazu. Aber vielleicht können Sie uns erklären, wie es dazu kam, dass die Bundesregierung sich enthalten hat. Ja, sie hat sich deshalb enthalten, weil wir innerhalb der Bundesregierung keine einheitliche Meinung gefunden haben. Das heißt, die beteiligten Ministerien waren wie jetzt das Umweltministerium, das Wirtschaftsministerium, das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft waren gegen eine Zulassung, während das Bundesforschungsministerium und das Gesundheitsministerium dagegen waren. Das heißt, es gab keine einheitliche Position. Also, so heißt es dann, muss die Bundesregierung sich dann enthalten auf der Brüsseler Ebene. So, das ist die schöne Theorie. In Wahrheit hat dann die Partei der Grünen einen Antrag gestellt, in dem sie genau das verhindern wollte. Und die SPD hat diesem Antrag nicht zugestimmt. Da hätten Sie ja eine Möglichkeit gehabt, die Bundesregierung noch mal zu beeinflussen. Warum? Das hätten wir gehabt. Natürlich, inhaltlich stehe ich auch persönlich dazu. Es gibt natürlich, dass wir ja seit Ende vergangenen Jahres eine große Koalition sind. Und da geht es natürlich dann darum, auch zu gucken, ich muss auch die Position des Koalitionspartners ein Stück weit berücksichtigen. Und das ist jetzt hier eben dieser Spagat, zu dem wir gezwungen sind. Es gibt natürlich dann Möglichkeiten, dennoch eine andere Position dazu zu äußern. Der Koalitionsvertrag, wenn ich das sagen darf, sagt ganz explizit, wir erkennen die Vorbehalte des großen Teils der Bevölkerung gegenüber grüner Gentechnik an und setzen uns anschließend darüber hinweg. Ja, genau so sieht es aus und das ist ja auch das Problematische dran. Und das heißt also auch, wir nehmen tatsächlich auch die Bedenken der Bevölkerung nicht ernst, was wir aber eigentlich tun müssten und sollten. Und das fördert natürlich auch ein Stück weit wieder, sag ich mal, die Politikverdrossenheit. Was nützt es, wenn ich mich dagegen ausspreche? Aber ich sehe, meine Vertreterinnen und Vertreter argumentieren nicht so. Das finde ich sehr schwierig, ja. Wer will denn den Genmais? Gut, die Bevölkerung will es überwiegend nicht. Ich sage jetzt mal, die sehr deutlich, die Kanzlerin will den Genmais. Die beiden anderen beteiligten Ministerien, Frau Wanka und Herr Gröhe, wollen den Genmais. Und natürlich wollen den Genmais auch die Hersteller dieser verschiedenen GVO-veränderten Maissorten. Und das sind ja nicht einflusslose Unternehmen, internationale Konzerne. Das heißt, die Politik beugt sich den Multis genauso? Es ist jetzt sehr hart formuliert, aber im ersten Impuls würde ich sagen, ja. Die Eingriffe in die Ökologie, in die Landschaft, in unsere Nahrung können ja erheblich sein. Kann sich Deutschland dem überhaupt noch entziehen? Ich glaube schon, dass Deutschland das kann. Nur müssten wir dafür uns konsequent einsetzen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass auch etwa auf der Brüsseler Ebene beispielsweise dann auch, wenn solche Entscheidungen anstehen, die Bundesregierung hier versucht, auch andere Länder, Mitgliedstaaten, die da noch unentschlossen sind, mit auf die Seite zu ziehen. Frankreich beispielsweise hat dann eine ganz andere Position bezogen und versucht dann auch die anderen Mitgliedstaaten auf seine Seite zu bringen, um dann eben die entsprechenden Stimmenmehrheit zu bekommen. Und Deutschland tut das leider nicht. Dann hat der BUND doch recht, wenn er sagt, die Regierung hat auf ganzer Linie versagt. Natürlich. Dankeschön, Frau Dobrinzky-Weiß. Ja, lieber Sven, Kanzlermais, das ist das, was wir jetzt demnächst haben. Und mal sehen, ob er uns dann bekommt. Das hört man ja auch selten von der Partei, die eine Regierung ist. Dankeschön, Christian.